du Float-Aufschläge lieber im Pritschen annehmen, dann beachte, dass du dich mit dem Ballkontakt vor allem aktiv nach oben streckst. Häufig neigt man dazu, den Ball nach vorne zu drücken und ihn zu flach zu spielen. Verschaffe deinem Zuspieler Zeit und schiebe den Ball nach oben raus. Da du eh weiter vorne stehst, kommt der Ball mit der höheren Flugkurve trotzdem bei ihm an und er kann das Spiel dann schnell machen.